Herzlich willkommen zur Verleihung des Wissenschaftspreises 2022. Mein Name ist Dietmar Strey und ich führe Sie durch den heutigen Abend. Für die Universität ist die jährliche Verleihung des Wissenschaftspreises sowas Ähnliches wie die Oscar-Verleihung, die ja auch vor wenigen Tagen erst stattgefunden hat. Die jeweils im vergangenen Jahr erschienene Dissertation, die als besonders herausragend von einer Jury prämiert wurde, wird ausgezeichnet. Und wie beim Oscar macht das eben eine Jury auch bei uns und entscheidet, welche Arbeit das ist. Allerdings changiert der Preis zwischen den Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten und den Ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten, denn wir vergeben, anders als die Academy, den Preis nicht in verschiedenen Kategorien, sondern nur einmal im Jahr. Das Preisgeld wird in diesem Jahr, weil es eine ingenieurwissenschaftliche Arbeit ist, von der Dr. Friedrich-Jung-Heinrich-Stiftung zur Verfügung gestellt. Schon jetzt vielen Dank dafür. Wie Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen können, sind vergleichsweise wenig Gäste im Saal. Normalerweise würden Sie alle hier auf dem Roten Platz sitzen können. Das erlauben uns im Moment die Hygieneregeln, die für uns gelten, noch nicht. Fühlen Sie sich also bitte trotzdem alle hier als Ehrengäste der Universität. Die anderen sind uns hoffentlich im Livestream zugeschaltet. Aber Sie alle hier, die in dem großen Gebäude verteilt sind, sind diejenigen, die normalerweise hier auf dem Roten Platz gesessen hätten. Es ist nicht meine Aufgabe, die Ehrengäste zu begrüßen, Sie zu begrüßen. Das ist Aufgabe des Hausherrn, das ist der Präsident, Professor Klaus Beckmann. Und darum bitte ich jetzt. Ja, vielen Dank, lieber Dietmar. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Magnificenz, Spektabiles, Honorabiles, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, auch wenn der Pressesprecher gerade eben gesagt hat, dass es wenige sind, so bin ich doch sehr froh, in die Gesichter dieser wenigen zu blicken. Langsam aber sicher kommen wir wieder zurück zu dem, was wir als normalen Campus erlebt haben und was wir hoffen, ab dem 2.4., jedenfalls wenn mein Plan aufgeht, dann auch wieder erleben zu dürfen. Bevor wir in die heutige Festveranstaltung einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich kurz von den Plätzen zu erheben. Es ist ja mittlerweile allen bekannt, dass in der Ukraine ein Angriffskrieg tobt. Und ich bitte Sie alle um eine Schweigeminute für die Opfer dieses Krieges. Herzlichen Dank. Bitte nehmen Sie gerne wieder Platz. Sie haben vielleicht gemerkt, dass die Helmut-Schmidt-Universität sich nicht offiziell, also nicht durch einen Beschluss unseres Akademischen Senates, zu den Vorgängen äußert. Das hat einen Grund. Wir sind keine normale Universität, sondern eine Dienststelle der Bundeswehr. Und als solche würden Äußerungen, die die Universität macht, möglicherweise missverstanden oder missrepräsentiert werden als Äußerungen der Bundeswehr. Das ist misslich, aber uns allen im Saal ist bewusst, dass all unser wissenschaftliches Tun in Forschung, Lehre und Weiterbildung und auch das Zusammenleben auf dem Campus von diesen Vorkommnissen berührt wird und dass es niemanden locker lässt. Und ich bin tatsächlich sehr erfreut und ein Stück weit stolz auf die zahlreichen wissenschaftlichen Beiträge, die unsere Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit vortragen. Nun aber zu dem Erfreulichen. Ich habe den Auftrag, wie es so schön heißt, bei der Bundeswehr, die Ehrengäste zu begrüßen. Ich beginne mit Frau Özeus, MdB, der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Darf ich sagen, designierte Vorsitzende des Freundeskreises der Freunde und Förderer der Helmut-Schmidt-Universität. Tolle Sache. Ich freue mich sehr darüber.
Ich begrüße meinen lieben Kollegen Professor Strothotte, den Präsidenten der Kühne Logistics University. Lieber Thomas, schön, dass wir uns nach dem schönen Wochenende so schnell wieder sehen können. Vielen Dank dafür. Ich begrüße Frau Kollegin Professor Dr. Kaiser-Pysala, die Vorstandsvorsitzende des DLR und unsere heutige Festrednerin. Ich begrüße Herrn Janssen als Vorstandsvorsitzenden der Jung-Heinrich-Stiftung und den Preisgeldgeber dieses Preises. Ich sehe nicht Herrn Süß und Herrn Eisholz von der Handelskammer. Ich begrüße die beiden. Ach, da seid ihr. Alles klar, wunderbar. Ich begrüße Sie trotzdem, weil, wie Sie wissen, beteiligt sich die Helmut-Schmidt-Universität am Wiederaufbau des HWWI. Das machen wir sehr gerne. Das ist uns wichtig und ich freue mich, dass Sie beide es sich nicht haben nehmen lassen, heute Abend dabei zu sein. Dann begrüße ich Herrn Kollegen Zeitler als meinen Vorgänger. Normalerweise sind wir immer die vier lebenden Präsidenten. Jetzt müssen Sie sich, meine Damen und Herren, mit 50% des Kuratoriums, des Kollegiums zufrieden geben. Die anderen beiden sind noch am Leben, aber da heute die D-Stadt-Gesellschaft tagt, ist Willi Seidel nicht da und was Herr Schulz-Gerstein macht, weiß ich auch nicht. Und ich begrüße Herrn Hildebrand und seine Familie, Herrn Dr. Hildebrand und seine Familie, den Preisträger dieser ausgezeichneten Arbeit, die sein Doktorvater, Herr Kollege Fey, gleich vorstellen wird. Und der Vizepräsident für Lehre und Vorsitz des Preiskomitees wird im Anschluss die Gründe dafür erläutern. Wie Sie schon gehört haben, ist der Wissenschaftspreis ein traditioneller Preis der Helmut-Schmidt-Universität, eines der Highlights des Jahres, tendenziell im März, gemeinsam mit der Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer. Und ich freue mich, dass wir die Tradition wieder aufleben lassen können. Denn wie gesagt, Corona-bedingt ist ein Preis ausgefallen. Den anderen haben wir in einer aus meiner Sicht relativ wenig befriedigenden Weise per Post verteilt. Ja, und deswegen freue ich mich heute mal wieder, einen Live-Preisträger mit seiner Frau, seiner Mutter und seiner Großmutter, richtig? Hier begrüßen zu dürfen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Damit bin ich auch schon, auch mit Blick auf die Beschränkung, die ich mir selber auferlege, nicht zu viel zu reden, am Ende. Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Veranstaltung und Sie sind uns herzlich willkommen an der Helmut-Schmidt-Universität. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Beckmann. Der Vorsitzende der Jury war in diesem Jahr der Vizepräsident für Angelegenheiten der Lehre, Universitätsprofessor Dr. Bernd Klauer. Herr Professor Klauer, Ihnen kommt jetzt also die Ehre zu, dem geschätzten Auditorium zu erklären, wer den Academy Award, um hier mal im Bild zu bleiben, in diesem Jahr bekommen hat und warum. Wir sind gespannt. Ja, Herr Strey, herzlichen Dank. Herr Präsident, sehr geehrtes, ja, kann man jetzt sagen, im Moment, gerade im Moment Vorstandsduo der Freunde und Förderer. Liebe Freunde und Förderer, sehr verehrte Damen und Herren, wie Herr Strey das gerade angedeutet hat, und ich werde gleich auch noch mal die Oscar-Verleihung auch betätigen. Es war mir eine sehr große Ehre in diesem Jahr, den Preisträger der Freunde und Förderer beim Wissenschaftspreis ermitteln zu dürfen. Für das in mich gesetzte Vertrauen in dieser Sache bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Um dieser Aufgabe in fairer Weise gerecht zu werden, habe ich natürlich, Sie haben das schon angedeutet, Herr Präsident und Herr Strey, eine Jury um mich versammelt, die mich in der Preisfindung tatkräftig unterstützt hat. Ich möchte hier erwähnen Spectabilis Fink, ich weiß nicht, ob er heute, den Kollegen Professor Erb, Kollegen Professor Neumann, heute hier nicht unter uns, okay. Und möchte mich bei meinen Jurymitgliedern sehr, sehr herzlich bedanken. Und
ganz vergessen beinahe, Herrn Kipp natürlich, möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken. Nominiert von ihren Doktorvätern wurden 4 Kandidaten, die in den vergangenen 2 Jahren erfolgreich promoviert wurden. Ich habe hier und muss an dieser Stelle sagen, leider habe ich hier korrekt gegendert, denn es hat keine Nominierung einer Nachwuchswissenschaftlerin gegeben. Ich würde mich in diesem Sinne daher auch sehr freuen und möchte auch alle Kolleginnen und Kollegen hier animieren und ermuntern. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei der nächsten Vergabe des Wissenschaftspreises im ingenieurwissenschaftlichen Bereich auch eine Nominierung einer jungen Nachwuchswissenschaftlerin hätten. Zur Auswahl des Preisträgers. Die Jury ist dabei, wie könnte es an einer Universität anders sein, ist bei der Auswahl streng wissenschaftlich vorgegangen. Die Jury hat sich an den Kriterien der Freunde und Förderer orientiert. Diese Kriterien waren ja im Grunde genommen auch bereits bei der Nominierung durch die Doktorväter zu bewerten. An diesen Kriterien hat sich auch die Jury orientiert, hat diese Kriterien gewichtet und anhand dieser Kriterien Noten vergeben bzw. Punktzahlen, die mit der Gewichtung multipliziert wurden und dann zu einer Gesamtnote aufsummiert wurden. So würde man das im ingenieurwissenschaftlichen Sinne tun, um eine Wertung zu finden. Wir haben natürlich diese Wertung, die jetzt rein arithmetisch sozusagen sich ergeben hat, diskutiert, aber dem Gesamtbild, das die Kollegen hier hatten, hat auch diese Arithmetik weitestgehend entsprochen, sodass wir glauben, dass wir hier zu einem sehr guten Ergebnis gekommen sind. Als Sieger in diesem Verfahren wurde Herr Konstantin Hildebrand ermittelt, der von seinem Doktorvater, dem Kollegen Fey, das hattest du ja schon erwähnt, Klaus, nominiert wurde. Ich will zu der Arbeit mit dem Thema Engineering ontologischer Modelle in der Automatisierungstechnik nicht zu viel sagen. Herr Hildebrand wird hier selber diese Arbeit auch unterstützt mit einem kleinen Video vorstellen. Aber ein klein wenig Laudatio sei mir an dieser Stelle auch gestattet. Herr Dr. Hildebrand hat sich in seiner Dissertation mit dem hochaktuellen Thema der Onkologien befasst. Ontologien spielen eine zunehmend essentielle Rolle, um Daten aus verschiedenen Softwareumgebungen, aus Daten und Wissensquellen integral betrachten zu können. Herr Hildebrand liefert hier innovative Beiträge im Wissensgebiet der Automatisierungstechnik und untermauert seine im Rahmen der Dissertation generierten Ergebnisse anhand mehrerer industriell relevanter Fallstudien. Der gewählte Ansatz erlaubt es, künstlicher Intelligenz künftig nutzbringender, mit weniger Aufwand und daher auch wirtschaftlicher eingesetzt zu werden und Systeme der Automatisierungstechnik selbst bezüglich dieser Kriterien zu optimieren. Aus der Kombination des System Engineerings, des Software Engineerings und der künstlichen Intelligenz ergibt sich ein innovativer Ansatz, der außergewöhnlich häufig in seiner Community zitiert wurde und potenziell auch andere Fachgebiete mit Anwendungen im Bereich der KI adressieren wird. Hildebrand, ich darf Ihnen daher hier an dieser Stelle sehr, sehr herzlich zum Wissenschaftspreis 2022 Bei den Academy Awards gibt es einen Laudator, der den Oscar-Preisträger vorstellt und den Preis überreicht. Bei uns überreicht den Preis der Vorstand der Freunde und Förderer. Der Laudator aber ist üblicherweise die Betreuerin oder der Betreuer
der ausgezeichneten Arbeit. Heute ist das Universitätsprofessor Dr. Ing. Alexander Fey, Inhaber der Professur für Automatisierungstechnik. Herr Fey, bitte stellen Sie doch Ihren Preisträger mal vor. Vielen Dank. Sehr gern, herzlichen Dank. Ja, Konstantin Hildebrand, ein Kind der Wende, geboren im Herbst 1989 in Wernigerode, kam 1998 nach Hamburg, legte sein Abitur 2009 am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Hamburg-Wilsdorf ab. Er zeigte sich vielfältig interessiert, so gewann er ein Jahr vor dem Abitur den Bertini-Preis mit dem Theaterprojekt Zukunft positiv. Ein wahrhaft wegweisender Titel für Herrn Dr. Hildebrand, würde ich sagen. Parallel zum Abitur absolvierte er die Berufsfachschule für chemisch-technische Assistenz und hatte somit schon ein Jahr nach dem Abitur parallel die Ausbildung zum CTA in der Tasche. Die besten Noten in der Ausbildung hatte Herr Hildebrand in Wirtschaft und Gesellschaft, technische Untersuchungen und Datenverarbeitung. Insofern passte der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen perfekt, den er im Oktober 2010 begann. Genauer gesagt studierte er den Hamburger Wirtschaftsingenieur, HWI, der im Bachelor von der Universität Hamburg einerseits und von der Hochschule für angewandte Wissenschaften andererseits getragen wird. Also erst parallel an zwei Schulen, dann parallel an zwei Hochschulen. Ja. Nach dem erfolgreichen Bachelorabschluss mit 1, nach nur 6 Semestern, schloss Herr Hildebrand den HWI-Master an. An dem HWI-Master ist zusätzlich die Helmut-Schmidt-Universität beteiligt. Und so lernten Herr Hildebrand und ich uns kennen und schätzen. Einerseits in Lehrveranstaltungen, in denen Herr Hildebrand Fragen stellten, die eher ein Hinterfragen waren. Und andererseits im Rahmen der Gremienarbeit für den Studiengang, den er dadurch mitgestaltete, maßgeblich. Er absolvierte ein Auslandspraktikum in den USA, von dem er ein Zeugnis mitbrachte, aus dem ich zitieren möchte: I would describe Konstantin as someone that always had a great attitude and provides his team with a high amount of initiative and motivation. He is very ambitious and has shown great creativity in problem-solving situations. I believe his people skills are outstanding and he has shown a great ability to quickly build relationships with his co-workers in the office and on the shop floor. Das kann ich inzwischen alles bestätigen. Die Masterarbeit führte er 2015-2016 bei uns an der Professur für Automatisierungstechnik durch und bearbeitet darin das Thema Modellierung des dynamischen Kontexts flexibler Produktionsressourcen. Und dies war der Einstieg für Herrn Hildebrand in das Themenfeld der Konzeption von Modellen, die geeignet sind, komplexe technische Systeme zu beschreiben. Was ist nun allgemein das Ziel der Forschung auf diesem Gebiet? Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht, mit wenig Aufwand sehr viele Daten zu erfassen, von Lebewesen, von Ökosystemen, von technischen Systemen. Das können Produktion, Energieverteilung, Fahrzeuge, Verkehr, Gebäude, ja ganze Städte sein. Und diese Daten sind aber nur wertvoll, wenn ihr Kontext bekannt ist, also wann sie wo erfasst wurden und welche Informationen sie repräsentieren. Mit anderen Worten, welche Semantik, also welche Bedeutung diese Daten haben. Für die Sammlung und Strukturierung dieser Daten hat sich inzwischen der Begriff digitaler Zwilling oder Digital Twin eingebürgert, herausgebildet. Ein spannendes Forschungsgebiet, nicht nur an vielen Universitäten, sondern auch am DLR, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie aber kommt nun die Semantik zu den Daten, sodass aus diesen wertvolle Informationen werden? Und dieser Frage ist Herr Hildebrand als wissenschaftlicher Mitarbeiter von 2016 bis 2020 nachgegangen. Er bearbeitete sehr erfolgreich zwei öffentlich geförderte Verbundprojekte vom BMBF und BMWI mit mehreren industriellen Kooperationspartnern.
Und einer dieser Kooperationspartner, die Airbus-Forschungsschmiede CTC in Stade, war also so sehr angetan von diesen Methoden, aber auch von Herrn Dr. Hildebrand als kompetenten Wissenschaftler und als gewinnende Person, sodass dieser Kooperationspartner heute der Arbeitgeber von Herrn Dr. Hildebrand ist. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, denn es war eine große Freude, Sie, Herrn Dr. Hildebrand, als Mitarbeiter an der Professur zu haben. Herr Hildebrand hat eine ganze Generation von wissenschaftlichen Mitarbeitern für sein Themengebiet begeistern können und dies beflügelt und befruchtet die aktuelle Forschung auf diesem Gebiet noch heute in hohem Maße. Dafür ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hildebrand. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchten sicherlich wissen, worum es in der prämierten Arbeit eigentlich geht. Ich kann so viel verraten, das ist nicht einfach zu verstehen. Meine Kollegen Florian Köfler, Redaktion, und Manuel Sommer, Produktion, haben einen kleinen Film dazu gemacht. Liebe Regie, bitte Mats ab. Konstantin Hildebrand erhält für seine Dissertation Engineering ontologischer Modelle in der Automatisierungstechnik den Wissenschaftspreis 2022. In seiner Arbeit an der Fakultät für Maschinenbau setzte sich Hildebrand über 4 Jahre mit der Entwicklung einer Engineering-Methode für Ontologien auseinander. Betreut wurde die Arbeit von Professor Alexander Fey an der Professur für Automatisierungstechnik. Eine Ontologie entspringt grundsätzlich dem Feld der Wissensrepräsentation und Ontologien besitzen eine grundsätzliche oder entsprechende Eignung zur maschineninterpretierbaren Modellierung und Darstellung von Information und Wissen. Notwendigerweise enthält eine Ontologie ein Vokabular an Begriffen sowie eine Spezifikation der Bedeutung dieser Begriffe. Beispielsweise könnten wir eine Ontologie der hinter mir stehenden Anlage erstellen, in der wir beispielsweise die Strukturinformationen der Anlage darstellen und beschreiben möchten, aus welchen Teilen diese Anlage besteht. Wenn wir nun nicht nur die Strukturinformationen, sondern auch noch diverse weitere Informationen in dieser Ontologie modellieren wollen und eine Art großes vernetztes Modell von Informationen schaffen wollen, beispielsweise auch noch Simulationsergebnisse aus dem Engineering hineinbringen wollen oder Sensorik- und Aktorik-Informationen auch in diese Ontologie integrieren wollen, dann entsteht ein großes vernetztes Modell, das eine einheitliche Schnittstelle für Applikationen schafft. Und das besitzt einen relativ hohen Stellenwert in der Automatisierungstechnik, denn es gibt sehr viele Informationen und Applikationsentwicklung ist, wenn es viele Schnittstellen gibt, eben sehr aufwendig. Und wenn es nur eine Schnittstelle gibt, ist es einfacher. Auf das Thema bin ich gestoßen, weil ich feststellte, wie aufwendig eine Ontologieentwicklung im industriellen Umfeld ist. Ich habe dann aus Interesse an der Technologie und wissenschaftlicher Neugier einen entsprechenden Wissensdrang entwickelt, mich stärker mit dem Thema der Methodik zur Entwicklung auseinanderzusetzen, um mehr Effizienz in die Entwicklung zu bringen und auf diese Weise die Anwendbarkeit von Ontologien auch zu erhöhen. Ich habe dann schnell festgestellt, dass es weder in der Literatur noch in der industriellen Praxis ein einfach handhabbares Vorgehen gibt und somit eine entsprechende Lücke definiert für ein strukturiertes Vorgehen in der Domäne der Automatisierungstechnik. Im Rahmen meiner industriellen Praxis oder praktischen Erfahrung kann ich jedoch vor allem von einem Anwendungsfall berichten und das ist die Reduktion von Schnittstellen. Im Engineering einer Anlage sowie auch zur Betriebszeit haben wir sehr viele einzelne Informations- in Anführungszeichen Töpfchen, wie beispielsweise Informationen des Maschinenbaus über die Strukturen der Anlagen, Informationen des Gewerks Elektrotechnik, Informationen des Gewerks Automatisierungstechnik, aber auch Informationen aus dem Betrieb der Anlage über Sensorik und Aktorik, die in der Regel unverknüpft sind. Wenn wir nun beispielsweise für diese Anlage einen ganz einfachen Algorithmus programmieren wollen, der die Verfügbarkeit der Anlage berechnet, so bräuchten wir dafür die Strukturinformationen der Anlage, denn wir müssen ja wissen, welche Anlagenteile gibt es denn, wie sind sie benannt, wie heißen sie.
Wir bräuchten Informationen über die Ist-Zeiten, also wann ist die Anlage gelaufen. Diese würden wir aus den Steuerungen bekommen. Und wir bräuchten Informationen über die Planzeiten aus dem Leitrechner. Die eigentliche Berechnung des Algorithmus ist letztlich ein Dreisatz. Das heißt, es sind vielleicht 5 Zeilen Code. Aber das Erreichen dieser Informationen ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Und in einer Ontologie lassen sich letztlich Verlinkungen mithilfe der Begriffe auf diese einzelnen 3 Datenfelder, Datentöpfe, wie auch immer, erstellen und dann über eine einheitliche Schnittstelle bereitstellen. Das heißt, aus Sicht eines Applikationsentwicklers ist die Entwicklung auf einmal sehr einfach geworden. Und das ist ein erheblicher Anwendungsfall bzw. großer Anwendungsfall. Der Wissenschaftspreis der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Helmut-Schmidt-Universität wird im jährlichen Wechsel zwischen den ingenieurwissenschaftlichen und den wirtschafts- und geisteswissenschaftlichen Fakultäten ausgelobt. Den Preis überreichen die designierte Vorsitzende der Freunde und Förderer, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Özus, Andreas Jansen vom Vorstand der Dr. Friedrich-Jung-Heinrich-Stiftung, der Vorsitzende der Fördergesellschaft, Professor Dr. Eckhard Kottkamp und Universitätspräsident Professor Klaus Beckmann. Und den Preisträger brauchen wir dafür auch. Ich darf Sie nach vorne bitten. Am besten einmal hierhin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, hier heute stehen zu dürfen, denn die Tatsache, hier heute stehen zu dürfen, ist das Ergebnis eines sehr langen Wegs. Man sagt oft, dass das Anfertigen einer Dissertation ein Marathon sei. In dieser Analogie wird vor allem auf Eigenschaften wie Neugier, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und natürlich auch viel anhaltenden Spaß an der Arbeit angespielt. Alles Eigenschaften, die dem Läufer des Marathons oder eben dem Doktoranden die entsprechende Ausdauer für den Marathon mitgeben sollen. Was in dieser Analogie allerdings oft vergessen wird, sind die vielen Menschen, die diesen Marathon organisieren, den Läufer an den Start bringen, den Läufer auf seinem Weg begleiten und vor allem motivieren und den Läufer beim Eintreffen in sein Ziel für seine Leistungen ehren. Für die heute stattfindende Ehrung am Ende meines Marathons möchte ich mich ganz herzlich beim Verein der Freunde und Förderer der Helmut-Schmidt-Universität sowie der Dr. Friedrich-Jung-Heinrich-Stiftung für die Verleihung des diesjährigen Wissenschaftspreises bedanken. Vielen Dank, Frau Özus, Professor Kottkamp und Herr Jansen. Auch möchte ich mich für diese großartige Ehrung bei Professor Klauer sowie dem gesamten Auswahlkomitee des Wissenschaftspreises
Preises bedanken, die sicherlich viele Stunden Arbeit in die Auswahl der nominierten Kandidaten investiert haben. Vielen Dank dafür. Darüber hinaus bedanke ich mich auch bei Professor Beckmann und der Universität dafür, dass ich hier 4 Jahre diesen Marathon laufen durfte und dafür, dass wir heute in diesem Rahmen feiern können. Mein ganz besonderer Dank gilt allerdings Herrn Professor Alexander Fey, meinem Doktorvater, denn Sie sind derjenige, der mich überhaupt an den Start dieses Marathons herangeführt hat, da Sie in mir das Potenzial für einen guten Wissenschaftler gesehen haben. Sie haben mir stets die Wegstrecken offenbart, die mich sehr gefordert haben, aber auch nicht überfordert haben, sodass ich an jeder neuen herausfordernden Wegstrecke habe lernen und wachsen können. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, in einem innovativen und von Freiheit geprägten Umfeld eine auszeichnungswürdige Qualität von Wissen zu schaffen. Für Ihr ständiges Vertrauen, die zahlreichen Diskussionen und Anregungen und vor allem für die unzähligen in mich investierten Stunden bin ich Ihnen überaus dankbar. Ohne Sie würde ich hier sicherlich heute nicht stehen. Insofern bitte ich um einen ganz besonderen Applaus für meinen Doktorvater. Vielen Dank. Schlussendlich möchte ich mich bei den Personen bedanken, mit denen ich einen Teil des Weges gemeinsam gelaufen bin. Meinen ehemaligen Institutskolleginnen und Kollegen und insbesondere Herrn Ayosha Köcher. Ohne die ständige Motivation durch fachlichen Austausch, tägliche Diskussionen auf Augenhöhe und nichts auch zu vergessen, ohne den in Hamburg stattfindenden täglichen Klönschnack, wie der Hamburger sagt, hätte ich womöglich nicht die Ausdauer an den Tag gelegt, die dieser Marathon bedurfte. Vielen Dank dafür. Ich bin überaus stolz darauf, dass ich mit so großartigen, intelligenten und ehrgeizigen Weggefährten habe zusammenarbeiten dürfen. Wenn man diesen Marathon einmal gelaufen ist und den Weg zurückblickt vom Ziel bis zum Anfang, dann wird einem klar, was wirklich wichtig war auf diesem Weg. Und das sind die Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben. Und jeder von ihnen trägt seinen ganz besonderen Teil daran, dass ich hier heute stehen darf. Und dafür bin ich Ihnen überaus dankbar und vor allem dankbar für diese großartige Ehre, die mir heute zuteil wird. Vielen Dank. Unsere heutige Festrednerin ist Frau Professor, Doktor, Ingenieurin Anke Kaiser-Pisala. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Zuvor war sie Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie und Professorin an der Ruhr-Uni Bochum. Sie ist Materialwissenschaftlerin und Maschinenbauerin. Bei Maschinenbauerin sagt übrigens meine Rechtschreibhilfe von dem Schreibprogramm, mit dem diese Kärtchen gemacht sind, dass das ein Fehler sei. Maschinenbauerinnen sind also offenbar in der Computerwelt noch nicht weit verbreitet. Die Liste ihrer Mitgliedschaften ist so beeindruckend wie lang. Sie ist Mitglied der AKTEC, Akademie für Technikwissenschaften, korrespondierendes Mitglied im Ausland der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Academia Europaea. Ferner ist sie Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, Mitglied des Kuratoriums der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Mitglied des Aufsichtsrats der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Mitglied des Steuerkreises Innovationsdialog des Bundeskanzleramts, Mitglied des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Studienpreises der Körperstiftung, Vizepräsidentin für den Forschungsbereich Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Mitglied des Beirats IREG Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. und last but not least die für unsere Universität momentan wohl bedeutendste Mitgliedschaft, Kuratoriumsmitglied des Zentrums für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr, DTEC BW. Das ist deswegen von uns für so großer Bedeutung
weil das so einen großen Umfang hat, der die Universität mit einem großen Geldsegen bedacht hat. Das Thema des heutigen Vortrags lautet Pioneering the Future. Frau Professor Kaiser-Pisalla, wir sind sehr gespannt auf Ihre Worte. Ja, herzlichen Dank. Ich werde mir dann demnächst überlegen, wie viele Mitgliedschaften wir dann überhaupt irgendwo hinschreiben. Also herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen reden kann. Als erstes, Herr Hildebrand, möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich gratulieren. Ich freue mich auch, dass Sie uns sozusagen erhalten bleiben, denn Sie haben ja gerade gesagt, in DTEC BW sind Sie jetzt auch für den neuen Arbeitgeber unterwegs. Das freut mich sehr und ich hoffe, dass wir da auch einige Gelegenheiten haben, zusammenzuarbeiten. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kollege Beckmann, vielen Dank nochmals für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns dadurch jetzt auch mal persönlich sehen konnten und nicht nur über Video. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es uns gelingt, auch die Zusammenarbeit zwischen unseren Institutionen dann nochmal deutlich zu vertiefen. Ich glaube, wir sind da ja auf gutem Wege. Sehr geehrte Frau Özüngünz, sehr geehrter Herr Professor Kottkamp, sehr geehrter Herr Jansen, sehr geehrter Herr Professor Strotthutte, sehr geehrter Herr Dr. Süß, ja und liebe Familie Hildebrand, ich finde es toll, dass Sie mit dem Preisträger gekommen sind und da gleich drei Generationen, glaube ich, ist auch wirklich eine tolle Sache und Herr Hildebrand, dafür kann man Sie, glaube ich, auch nur beneiden, für so viel Unterstützung. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns am DLR ist ganz klar seit dem 24. Februar nichts mehr so, wie es einmal gewesen ist. Wir sehen ganz klar in dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Zeitenwende in der europäischen Sicherheitslage. Und vieles, was seit dem Ende des Kalten Krieges aufgebaut worden ist, auch für uns in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Energieverkehr und Sicherheit, hat sich verändert. Wissenschaft ist immer eine Brücke gewesen und Fly Me to the Moon war natürlich toll, war für mich auch deswegen toll, weil das ist ja die Hymne, die sich Alexander Gerst auch ausgesucht hat für seinen Flug zur ISS. Ich glaube, deswegen haben sie die auch genommen. Und die ISS ist ja immer etwas, was für das Verbindende steht. Und das steht auch weiterhin dafür. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in den Bereichen, wo wir nicht mit unseren Partnern unterwegs sind, sondern da, wo wir bilaterale Beziehungen haben, wir diese mit Russland ob der Aggression als DLR beendet haben und auch dazu stehen. Wir sehen Wissenschaft und Forschung als wichtigste Grundlagen einer Gesellschaft an und sie sind deswegen an dieser Stelle, wo wir das sozusagen alleine entscheiden können, nicht unpolitisch und das, obwohl in der öffentlichen Diskussion und auch heute noch an vielen Stellen ganz klar Raumfahrt Symbol der Kooperation ist. Das geht natürlich weit über die ISS hinaus und wir sehen natürlich eine besondere Aufgabe auch in der Sicherheit orbitaler Infrastrukturen wie auch terrestrischer Infrastrukturen und das steht seit einigen Jahren auch auf der Forschungsagenda des DLR. Zu der Frage der Sicherheit orbitaler Infrastrukturen gehören natürlich auch Themen wie Weltraummüll. Auch das ist ja in den letzten Monaten thematisiert worden. Ich glaube, jede und jeder von uns kennt dieses Thema inzwischen. Ein anderes wichtiges Thema, von dem wir gerade gesehen haben, wie desaströs es sein kann, ist das Weltraumwetter. Weltraumwetter, ganz klar eine Gefährdung für Satelliten, damit natürlich für die entsprechenden Daten, aber natürlich auch für sozusagen das viele Geld und die viele Arbeit, die hinter diesen Satelliten steckt. Und das haben wir ja gerade gesehen bei dem Satellitenschwarm, der verglüht ist aufgrund eben solcher Strahlungsereignisse. Ja, und dann gibt es natürlich auch für Satelliten andere Bedrohungslagen, auch das kennen wir. Ja, mit diesen Gefahren müssen wir umgehen, wir müssen sie abwehren. Und wir müssen natürlich zukünftig auch an vielen Stellen entsprechend für schnellen Nachschub in den Erdorbit sorgen. Und entsprechend widmet sich auch das DLR dem Thema Responsive Space gemeinsam mit der Bundeswehr. Das sind Themen natürlich auch, wo Ausbildung gefragt ist. Da haben Sie einen ganz wichtigen Anteil. Und
auch gemeinsame Forschung. Und das hoffen wir natürlich auch mit Ihnen gemeinsam weiter ausbauen zu können. Ganz klar ist das etwas, wo wir Wissen aus vielen Disziplinären brauchen und wo wir auch interdisziplinär denken müssen. Ja, eine andere Krise, die ein Stück weit ob der aktuellen Ereignisse vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen hat, aber die langwährend unsere Aufmerksamkeit beansprucht, ist ganz klar der Klimawandel. Wir haben es heute wieder in den Nachrichten gehört. Seit vielen Jahren in Folge haben wir Jahre, die im Mittel dann doch deutlich zu warm sind. Und dieser Klimawandel wird ganz klar unsere Zukunft bestimmen. Und natürlich müssen wir uns fragen, wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wie wollen wir mit der Mobilität der Zukunft umgehen? Wie wollen wir in Zukunft mobil bleiben? Und für uns als DLR, als Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, betrifft das natürlich in ganz starkem Maß unser Lieblingsthema, die Luftfahrt. Und für die DLR ist das die Vision, klar eine Vision der emissionsfreien Luftfahrt. Das ist ein Thema, was unheimlich spannend ist, auch für die nächsten Generationen der Ingenieurinnen und Ingenieure. Eine riesen Herausforderung, ich glaube auch eine ganz tolle Chance. Denn wann sonst war es möglich, ganz neue Ideen zu haben, neue Wege zu verfolgen und das auch umsetzen zu können. Ja, und das heißt, disruptive Ansätze sind gefragt, neue Technologien und ganz klar natürlich auch die Weiterentwicklung bestehender Technologien, denn wir wollen die Klimawirkung des Luftverkehrs möglichst kurzfristig und möglichst effizient reduzieren. Ja, und das heißt, wir wollen langfristig natürlich das Wachstum des Luftverkehrs von den Emissionen trennen. Wie kann man sowas tun? Wir brauchen Alternativen zu den herkömmlichen Treibstoffen. Das können beispielsweise elektrische Energie sein, das können Biokraftstoffe sein, synthetische Kraftstoffe und auch Wasserstoff. Ja, da ist es ganz klar so, wir haben gezeigt, bei Folgeflügen hinter Airbus mit nachhaltigen Kraftstoffen, dass wir in erheblichem Maße die Emissionen dort reduzieren können, dass wir auch mit bis zu 100% Biokraftstoff grundsätzlich auch solche Flugzeuge fliegen können. Aber wir haben natürlich auch gezeigt, dass es neben CO2 auch noch andere Emissionen gibt. Und diese Emissionen, diese Stickoxide und Rußemissionen, auch die müssen wir zukünftig weiter drastisch reduzieren. Und dazu beabsichtigen wir auch entsprechende Verfahren weiterzuentwickeln, die wir also auch heute schon haben, die wir dann aber auch weiter aufskalieren müssen, um dort den Kraftstoff dann nach entsprechenden Reinigungsprozessen, wo man beispielsweise Aromaten entfernt, auch entsprechend zur Verfügung stellen zu können. Das muss dann natürlich in die Industrie weitergegeben werden, damit wir dort auch in entsprechender Menge die entsprechenden Kraftstoffe herstellen können. Das heißt, wir widmen uns Fragestellen wie etwa effizienten und sicheren Verbrennungsprozessen, der Prozesskette von der Herstellung über die Logistik natürlich bis zur Nutzung im Antrieb. Ist auch ganz klar, dass das große Herausforderungen sind, insbesondere dann, wenn man an Wasserstoff denkt. Und natürlich muss auch die ganze Prozessierung auf der Basis von erneuerbaren Energien passieren. Das heißt, es gibt einen ganz erheblichen Forschungs- und Entwicklungsbedarf und natürlich bedarf der auch der kontinuierlichen Förderung und Unterstützung, wie das auch an der Universität so ist. Ja, Raumfahrt ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Raumfahrt ist Alltag, das nehmen die wenigsten Menschen wahr. Raumfahrt ist Navigation, Raumfahrt ist Kommunikation, Raumfahrt ist Erdbeobachtung. Und damit trägt Raumfahrt auch in erheblichem Maße zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel und ganz klar auch der Frage des Ressourcenmanagements bei. Raumfahrt hat erhebliches Potenzial, wenn wir uns das Thema Navigation ansehen, wenn wir uns auch das Thema Erdbeobachtung ansehen und an Themen denken wie etwa kleinräumige Landwirtschaft. Das wird nur möglich, wirklich mit weiteren Innovationen in der Navigation und natürlich auch in der Umsetzung in den Technologien auf der Erde, beispielsweise mit den Herstellern von Landmaschinen. Ja, und die Innovationskraft der Raumfahrt bedeutet natürlich auch technologisch und bedeutet auch ökonomisch, dass wir dort zukunftsträchtige Leitmärkte prägen wollen und dass wir natürlich damit auch weiterhin zur Sicherheit
und auch zum entsprechenden Wohlstand beitragen wollen. Im Weltall ist das Thema Umwelt- und Klimaschutz ein ganz wichtiges Thema und ermöglicht einfach viele tolle technologische neue Dinge, aber damit natürlich auch viele Beiträge. Wir haben im DLR die Radarsatelliten Tandem X als Duo vorangebracht. Die haben eine ganz spezielle Fluganordnung, die es ermöglicht, ein dreidimensionales Bild der Erde zu erzeugen. Und wir wollen zukünftig über dieses Tandem X hinaus, das jetzt auch ans Ende seiner Lebensdauer nach 12 Jahren kommt, zu einem neuen Satelliten kommen, Tandem L, in einer ähnlichen Flugkonfiguration, dann aber mit deutlich größerer Eindringtiefe. Das heißt, damit kann man dann Bodenfeuchten auch bis in einige Zentimeter Bodentiefe erfassen. Man kann beispielsweise auch Biomasse erfassen, man kann gleichzeitig aber auch zum Beispiel Besiedlungen sehr genau kartieren und das dreidimensional. Das heißt, wir bekommen also wie in der Tomographie wirklich ein dreidimensionales Abbild und das ist, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, ganz, ganz wichtig für Themen, die auch über diese von mir genannten deutlich hinausgehen. Ja, und ich freue mich jetzt riesig, weil nachher werde ich zum Flugplatz fahren und dann werde ich morgen in die USA fliegen, um bei dem Start des NMAPS-Satelliten dabei zu sein. Das ist ein Umweltsatellit, das ist der erste Satellit im Hyperspektralbereich mit etwa 200 schmalen Farbkanälen und der ermöglicht es, immer wieder Signaturen aufzunehmen. Signaturen etwa von Algen, Signaturen von etwa Ölfilmen und ermöglicht es damit, chemische Zusammensetzung in Bodennähe zu kartieren. Und das ist eben ganz wichtig, um solche Verschmutzungen darzustellen, ist auch wichtig, um beispielsweise unterschiedliche Bewuchsformen zu kartieren, damit natürlich auch für die Forstwirtschaft, aber auch für viele andere Bereiche. Ja, und es gibt natürlich noch viele andere spannende Bereiche, die wir mit Satelliten erfassen. Das sind etwa Gesteinsformationen und damit auch die Frage, wo es sich lohnt, entsprechende Abbaugebiete zu sondieren. Es sind aber auch Fragen von Umweltverschmutzung. Beispielsweise haben wir einen Methansatelliten mit den Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich in Planung. Und wir wollen auch zukünftig einen weiteren Satelliten mit höherer Auflösung zur CO2-Kartierung in den Weltraum schicken, den wir am DLR entwickelt haben. Ja, und diese Technologieentwicklungen, die sind natürlich was wirklich Faszinierendes und ich bin sicher, wir werden noch viele andere wichtige Satelliten mit großartigen Anwendungen für uns Menschen auf der Erde herstellen können. Ja, wir machen natürlich auch noch Energie- und Verkehrsforschung. Darüber hinaus, ganz wichtig, ganz klar in der Energieforschung, glaube ich, für die Luftfahrt an dem Beispiel der nachhaltigen Kraftstoffe zu erklären. Und natürlich wollen wir auch alle nachhaltig zum Flugplatz kommen. Wir alle sehen die Notwendigkeiten in Erneuerung in den auch bodengebundenen Verkehrssystemen. Und natürlich ist das Thema der Energiedarstellung aus regenerativen Quellen, ein Thema, was uns noch lange weiter begleiten wird und wo es viel zu tun gibt, insbesondere in der Windenergie, wo auch die Erkenntnisse aus der Luftfahrt in ganz erheblichem Maße helfen. Ja, und um das alles zu tun, dazu brauchen wir kluge Köpfe, kreative Köpfe und weltoffene Köpfe, die bereit sind, auch mal anders zu denken, die neugierig sind, die was ausprobieren wollen und die das dann auch umsetzen. Und die auch mal damit rechnen, dass irgendwas auch mal nicht klappt und dann mit Lessons Learned weitermachen. Helmut Schmidt hat gesagt, Forschung heißt, für die Zukunft Verantwortung zu tragen. Das hat er in einer Festansprache gesagt zum 100-jährigen Jubiläum der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahr 2011. Und Zukunft gestalten, das ist auch Forschung und das wollen wir gemeinsam tun. Deswegen freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit Ihrer Universität. Und deswegen haben wir auch das Motto Pioneering the Future. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, Herr Hildebrand, weiterhin auf Ihrem beeindruckenden Weg viel Erfolg und bedanke mich nochmal, dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu Ihnen zu sprechen.
damit das das Publikum auch hört. Ich weiß, dass Sie uns eigentlich jetzt schon verlassen müssen. Und wir haben, glaube ich, zeitlich eine Punktlandung hingelegt. Also gute Reise. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Zuvor möchte ich mich bei Ihnen als, ich muss auf meinen Punkt gehen hier, damit ich auch im Kamerabild bin. Zuvor möchte ich mich als Moderator von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren, dass Sie heute hier unsere Gäste waren, dass Sie zu Hause unsere Zuschauerinnen und Zuschauer waren. Das war die Verleihung des Wissenschaftspreises 2022. Bleiben Sie alle gesund, kommen Sie gut nach Hause und tschüss, bis zum nächsten Mal.